Hallo, mein Video. Mein Video, Digga. Wahrscheinlich mein Video. Ey, das waren beste gute Zeiten, Digga. Das waren gute Zeiten. Und Theft Auto. Es ist wahrscheinlich einer der legendärsten Videospielreihen, die jemals die große Gaming-Welt betreten sollten. Von den ersten beiden Teilen, welche aus heutiger Sicht wie ein nostalgisches Browser-Game von Spieleaffe.de Boah, da fühle ich mich alt, ne? Da fühle ich mich ja schon direkt alt, Digga. aussehen. Abgefuckt. Bis hin zu GTA 3 mit damals noch revolutionärer 3D-Grafik. GTA 3 war voll geil, Digga. Wie alt bist du eigentlich, wenn man fragen darf? 29, Digga. Ich werde dieses Jahr einfach fucking 30. Warum kommt Pickelgesicht? GTA 4, welches für viele Spieler teilweise besser ist. Ohne Scheiß, GTA 4 fand ich so gut, ne? Als es rausgekommen ist, ne? Das war so krass, Alter. Mein Bruder und ich haben uns die PlayStation 3 gekauft damals. Also er hat sich die als erstes gekauft. Ich weiß noch, ich habe bei meinem Bruder geschlafen, der hat da schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Und wir saßen da beide so und dachten uns so, tschüss, was für eine Grafik. Wenn du jemanden überfahren hast, war da so Blut auf der Front und all so ein Kram. Das war so wild. Ist als der Nachfolger. Und in dem nicht gerade wenig Zeit damit verbracht wurde, mit den Ingame-Cheats rumzuspielen. Ich muss sagen, GTA 4 war das erste GTA, was ich ohne Cheats gespielt habe. GTA San Andreas, Vice City, ich habe so wegeskaliert, alles mit Chill. Also ich habe so viele Cheats da eingegeben. Aber GTA 4 habe ich ganz normal einfach geschockt. Und natürlich GTA 5. You're a naughty boy. Er hat einfach San Andreas und Vice City verkehrt. Ein Mix aus unzerstörbaren Zügen. Hauptcharakteren mit leicht psychopathischen Drängen. My name's Trevor. What's yours? Einem Online-Modus, der absolut nicht zu Konflikten aufruft. Oppressor MK2 Griffers have small peepee. Und mittlerweile so alt, dass im Ladebildschirm noch ein iPhone 4 abgebildet wird. I got the new iPhone 14 Pro. Ja, wie lange ist das Spiel jetzt eigentlich drauf? 12 Jahre oder so? Ich habe das, glaube ich, auf der PS3 gespielt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Vereinigte die Spieler genau eine Frage. Wo bleibt GTA 6? Grand Theft Auto 6. Fuck ja. Es gibt mittlerweile YouTuber, die sich ihre halbe Existenz darauf aufgebaut haben, über angebliche GTA 6 Leaks und Hinweise zu reden. GTA 6 Easter Egg. GTA 6 Photo. Is this the GTA 6 Leak? GTA 6. Rockstar blatantly teased GTA 6. GTA 6 ist zu einem nicht existierenden Geist. Das Simpsons-Spiel war geil. Ein Schiff voll mit Leuten, die behaupten, 2014. Also mir wurde gerade gesagt, im September 2013. Schlimmer als Kingdom Hearts 3. Heute auf morgen in ihrem Postfach liegen gehabt. Is this real? 2, 1. Ist das hier die GTA 6 Map oder vielleicht das hier? Mein Vater arbeitet bei Rockstar Games und hat mir gesagt, dass die GTA 6 Map ein perfektes Abbild von Nordfrankreich ist. Guys, what is going on over in France? Wusstet ihr, dass es in GTA 6 Autos geben wird? Did you know that the next GTA will be better than the last GTA? Der eine unangenehme Typ, der wie ein feindlicher Ingame-NPC seit Jahren auf irgendwelchen Live-Events spawnt, um nach Infos für das kommende GTA 6 zu fragen. Ja. Grand Theft Auto 6? Nein, wieder. Sag mal, können Sie jetzt bitte das Set verlassen, aber ganz schnell. Nein, jetzt auch. Doch ja. Einfach beim Doppelpass, Digga. Jahrelang gab es bis auf einen einzigen Nebensatz im Jahre 2022 von Rockstar Games keinen einzigen Hinweis. The moon was 6 centimeters across. Und es juckt den Leuten in den Finger. Warte mal. Denn GTA. Oha. 185.000 Mal. Das ist auch einfach, seit 10 Jahren läuft das Spiel gut, ne? GTA 5 ist nach Minecraft das meistverkaufte Spiel aller Zeiten. Heißt, Rockstar Games darf sich ordentlich auf dem Erfolg ausruhen. Und genau das taten sie. Ja, 17. September 2013. Wild. 11 Millionen in den ersten 24 Stunden nach Release. Krank, krank. Ich habe mir das auch zu Release gekauft damals. Yes, yes, why did yes, I move here? No. I guess it was the weather. GTA 5 ist mittlerweile so oft auf verschiedenen Konsolen in so vielen verschiedenen Versionen rausgekommen, dass man lange Zeit dachte, dass wir in 20 Jahren auf der PlayStation 10 immer noch GTA 5 spielen werden. Verlassen. You rotten fucker. Was ist mit dem Opa nicht richtig? Man bringt doch keine Tiere um. Wie alt wart ihr 2013? Bei Skyrim gibt's gefühlt bald auch.
auf der Mikrowelle. Ja, stimmt, Skyrim ist genauso. Über Elder Scrolls 6 könnte man das Video auch machen. 2013 war ich 3. Boah, Bruder, das tut mir richtig weh. 14 geht fit, 19. Oh, ich war auch 19, Digga. Ich war auch 19, scheiße. Ich dachte gerade, du bist voll alt, Digga. Aber ich bin auch alt. War ich 12? 2012 war ich 18, da war ich das erste Mal auf Malle, Alter. 5 Jahre alt. Das letzte Ciao. Spiel von Rockstar ist mittlerweile auch schon wieder Jahre her. 2018 kam das Spiel namens Red Dead Redemption 2. Howdy, Cowboy. Wart ihr schon mal auf so einer Release-Feier? Dass ihr beim GameStop um 0 Uhr anstandet, um das Spiel zu kaufen? Oder bei WoW, für WoW, COD oder irgendwas? Junge, ich war da 10. Was nicht gerade selten als Meisterwerk betitelt wird. Ich fand Red Dead Redemption 2. Einer der paar überlebenden Entwickler in der heutigen Gaming-Industrie, die es wie auch immer geschafft haben, kein einziges Spiel fehlerhaft rauszubringen. Ist das nicht peinlich, Digga, dass Rockstar dafür gelobt wird, dass es kein Spiel mit Fehlern rausgebracht hat? Oh, und ein Spiel, was nichts verbuggt ist. Die Spieleindustrie ist so im Arsch. Natürlich die Trilogy-Version von vor 2 Jahren, aber da reden wir lieber nicht drüber. Die war richtig kacke, Mann. Die habe ich mit Hassan zusammengespielt. Die war so schlecht. Hey, get yourself a beer, son. Ist der Hype für dieses Spiel nahm ja. Das Internet wird wie von einem Meteoriteneinschlag getroffen mit einem neuen Grand Theft Auto 6 Leak beschert. Und die erste Reaktion war natürlich, okay, lustig, das ist der dritte diesen Monat. Doch diesmal war die Footage echt. Crazy. I was crazy once. 90 Minuten Gameplay-Aufnahmen von einer noch nie gesehenen GTA 6 Version. Fühlt ihr diesen Hype um GTA 6? Ich bin da voll nicht da drin, ne? Also ich mag GTA gerne, aber ich... Weiß nicht, Digga. Ja, fühle ich wegen Nostalgie und RP-Szene. RP habe ich gar nicht gespielt. GTA fühle ich gar nicht, Wilson. Ja, GTA ist auch bei mir so. Also, es ist ein geiles Spiel, keine Frage. Aber es ist halt, Digga, das ist. Ich habe das gezockt, da war ich 18 oder 19, Digga. Hast du bei einem Spiel schon mal geweint? Oder echt traurig gewesen? Nee, ich habe bei einem Spiel noch nie geweint. Bei Filmen und Büchern habe ich schon geweint, ja, aber so noch nicht. Als Brock gestorben ist. Wer ist Brock? Ich bin echt keiner, der weint, Digga. Mit 6 habe ich beim Pokémon-Film geweint. Ich habe an meinem 6. Geburtstag war ich im Kino und habe den ersten Pokémon-Film geguckt. Und da ist eine Szene, wo Glurak in so einem Rohr steckt, da habe ich geheult. Ein unbekannter Datenhacker verschaffte sich irgendwie Zugang zu den internen Rockstar-Servern. Assi, danke für dein Follow. Und teilte zahlreiche Videos der Pre-Alpha-Version von Grand Theft Auto 6 schamlos mit dem ganzen Internet. Oh, wait a minute. This is unreal? I don't think it's fake, though. Diesmal war es wirklich geschehen. Es war der größte Leak der ganzen Gaming-Geschichte live vor den Augen aller Menschen. Was ist ein Spiel, das du so null gefeiert hast? Dafür werden mich viele hassen, ne? Aber ich fand Red Dead Redemption 2 so kacke, Digga. You asshole! Ich hab das eine Stunde gespielt, hab's ausgemacht. Red Dead Redemption 1 wiederum fand ich richtig gut. I've got chills, I've had tears in my eyes when I first saw this. Holy crap, the mother of all gaming leaks. GTA 6. Halt's Maul. Grand Theft Auto 6 leaked. For real. Von Freudentränen bis zu Empörung bis zu High-Quality-Memes war alles dabei. Die vor kurzem gestorbenen Hat er nicht gesagt, Queen doch, plötzlich doch. Wieder von den Toten auf, um sich die GTA 6 Leaks anzugucken. Kriege wurden an diesem Tag beendet, Nationen haben sich wieder vereinigt und all das unter dem großen Licht von GTA 6. Leute, die sich darüber lustig machten, welch unglaublich schlimmes Schicksal den Hacker bald treffen wird, weil Rockstar noch heute eine ausgebildete Armee von Anwälten... Boah, ja, der muss gottlos verklagt worden sein. Guten Morgen, Rockstar-Gehirns. Der Hacker hat sofort eine 16-jähriger Großbritannien hat mit seiner Gruppe die Leaks gehackt, dann aber halt vom FBI gecatcht. Das FBI kümmert sich um sowas? Junge, das ist ein Spiel, was geleakt wurde. Gut, das sind Milliarden hinter, ne? Na gut. Cash ist alles. Hat Sterne Wanted-Leiste über seinem Kopf schweben. Nicht mal Saul Goodman kann den Hacker jetzt noch verteidigen. I believe that until proven guilty, every man, woman and child... Verwirrung darüber, was dieser wie Minecraft-Koordinaten aussehende Quellcode in der oberen Ecke da macht. Thanks, CJ. I'll see you around. Redditor, die sich über das riesige Hinterteil der GTA 6 Protagonistin freuten und ihr direkt ein ganzes Subreddit widmeten. I hope GTA 6 has sex. I want to get fucked by a guy as Lucia. I have...
Junge, Reddit ist auch so krank, Digga. Leute, die den Hacker in den Himmel lobten und wahrlich vergötterten, weil er die es von Ungeduld plagenden Fans endlich von ihrem Leid befreite. Ich glaube, sie halten mich für irgendeine Gottheit. Analytiker, die sich jeden einzelnen Frame anschauten und ewig lange Posts auf Reddit veröffentlichten, während andere schon über GTA 7 redeten. This game right in my hands, GTA 7. Und viele wollten sich möglichst nicht spoilern lassen oder haben aus Solidarität Rockstar Games unter jedem Leak markiert, damit die Videos wieder so schnell wie möglich runtergenommen werden können. At Rockstar Games. Doch es war bereits zu spät. Das ganze Moin, Wolf, Internet schon, aber das geht, war voll mit einer halbfertigen Version von GTA 6. Und eine extrem große Anzahl an Leuten haben sich darüber beschwert, dass das Spiel schlecht oder gar unfertig aussehen wird. Ja, Bruder, das sind irgendwelche komischen Leaks, Alter. Was erwarten die denn? Für Ubisoft-Verhältnisse würde das schon fast als ein fertiges 60-Euro-Sequel durchgehen. Doch für einen riesigen Titel wie GTA 6 wirken die gezeigten Videos laut den Leuten eben ganz schön minderwertig. If this is GTA 6, they can keep it, respectfully. It looks very, very unfinished. You're doing a great job. Must be fun being the town idiot. Why does this look unfinished and buggy? Ja, ihr fucking Dunkies, das Spiel sieht unfertig aus, weil das Spiel unfertig ist. Danke, Digga, danke, meine Güte. Das ist wie, als würde ich in die Küche eines Restaurants laufen und den Chef fragen, Maxim, danke fürs Folgen, ob das Steak noch nicht fertig gebraten ist. So good and tasty. Das Gebäude, was gerade gebaut wird, sieht aus, als würde man es gerade bauen. Oh Gott, was ein schlechtes Gebäude. Bitteschön. Boah, das mache ich aber auch aggressiv. Oh, oh, Legendenclip. Kranplätze müssen verdichtet sein. Deswegen sind die auch nicht in den Vorbeilaufen. Die größte Kritik der Leute bestand darin, dass die Grafik ja angeblich das erste sei, was in einem Videospiel fertiggestellt wird. Dementsprechend würde die im Leak gezeigte Footage ziemlich minderwertig aussehen für so einen großen, gehypten Titel. Wir alle scheitern mal. Wir alle machen Fehler. Die Aussage war natürlich so weit von der Realität entfernt, dass noch am gleichen Tag wohl einer der am schnellsten viral gehendsten Copypastas geboren wurde. Education is important. Don't miss school, please. Und hier eine Weisheit. Triggert niemals einen Videospielentwickler. Import a first-person shooter, set the graphic style to AAA, then finally just click the make multiplayer button. In fact ist die Grafik nämlich das allerletzte, was in einem Videospiel fertiggestellt wird. Und um genau das zu zeigen, erlegten zahlreiche Entwickler aus Solidarität ihre eigenen Spielprototypen auf Twitter, um den Leuten zu zeigen, wie unglaublich grauenhaft Spiele in der Entwicklung okay, das ist aber ein richtig cooler Move. So aussehen können. Game developers everywhere, inspired by the GTA 6 leak and the public response, are sharing early, sometimes never before seen looks at their games, long before they became the games that we played at launch. Die Crewmitglieder aus dem Spiel Sea of Thieves Captain! Sahen in ihrer Anfangsphase so aus, als hätte irgendjemand eine Packung Tic Tacs geöffnet und ins Spiel übertragen. This is what The Last of Us looked like in pre-alpha. Bastion, this first day in the game. Early Reinhardt charge. In Horizon Zero Dawn waren die riesigen Dinos am Anfang eine Mischung aus farbigen geometrischen Formen, als hätte sie ein Kind mit Würfeln aus dem Erzgebirgszimmer zusammengebaut. This is what Control looked like in pre-alpha. Throw me. Cyberpunk. Gut, über Cyberpunk brauchen wir nicht reden. Das sah auch gefühlt so aus, als das rausgekommen ist, Digga. Große Studios von zahlreichen AAA-Games vereinigten sich plötzlich, um dem Internet zu zeigen, dass die Grafik der GTA 6 Leaks für ein noch ziemlich lang entferntes Spiel extrem gut aussieht. Die Rockstar Games Aktie machte daraufhin einen ganz schönen Satz nach unten. Immerhin. Boah, hätte man mal kaufen müssen. Und exakt einen Tag später kam ein Statement von Rockstar. Fuck y'all, we canceling this shit now. Wie zu erwarten, waren die Entwickler extrem enttäuscht von dem Leak. Es war wie ein Tritt in die Eier. Doch zeitgleich würden sie sich von dem Leak nicht irritieren lassen und arbeiten weiterhin fleißig am kommenden Spiel. Und hier zeigt sich auch die Schattenseite von Game Leaks. In den meisten Fällen gewinnt Boah, geil, Zelda. Die Programmierer vom Spiel sind enttäuscht, weil Leute gnadenlos das unfertige Werk in der Luft zerreißen. Watch Dogs 2 Copy. So, und geleakte Story-Infos helfen nicht gerade viel dabei, Spannung für ein kommendes Spiel aufzubauen. Nun, hat es der Firma grundlegend geschadet? Ja, das hat es. Hat es den Hype um GTA 6 erst so richtig losgetreten oder sogar noch weiter entfacht? Wahrscheinlich hat es das. GTA 6 is coming!
Ich meine, das Speed ist auch so durch, Alter. Über Nacht zum meistgelikedesten Gaming-Tweet auf der ganzen Plattform. Und wie gesagt, so getan, ließ sich Rockstar nicht vom Leak irritieren und ließ die Fanbase mit dem GTA 6 Trailer im Dezember mit einem ziemlich gespannten Gefühl und Staunen zurück. 25. Okay, also, der ganze Leak war ein ziemlich großer und plötzlicher Schock. Innerhalb ein paar Stunden war auf einmal das ganze Internet voll mit Footage und Memes über den sogenannten GTA 6 Hacker. Doch um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, schauen wir uns die Geschichte vielleicht mal aus einer anderen Perspektive an. Digga, aber wie lange sitzt der Typ eigentlich an seinen Videos? Das muss ja unfassbar sein. Es ist der exakt 1.3.2022 und die Firma Nvidia, die Grafikprozessoren herstellt für Geldbeträge, von denen man sich ganze Häuser kaufen kann. Gefühlt, ja, aber meine Grafikkarte war auch so teuer, Digga. Wird gnadenlos gehackt. Nvidia hacked DLSS source code. Hacking a gang. Incredibly concerning, obviously. The world's largest cyber war is happening right now. Eine Hackergruppe namens Lapsus verschaffte sich Zugang zu den Daten und erpresste die Firma ganz professionell über Telegram Millionen Dollar. La Pussy. Der Kopf der Bande, ein britischer Junge namens Arion Kurtai. Halt's Maul, die haben die um 1 Million erpresst und das ist der, das war das, der hat Nvidia gehackt? Was ist er denn für ein Genie? Anstatt dass er Apple hackt, ne? Ich glaube, wenn du Apple hackst, kriegst du oder Google und denen sagst, was sie für Lücken haben, kriegst du richtig Asche. Arion, 17 Jahre alt, hat wirklich deutlich zu viele Fotos mit Fischen drauf. Hat Autismus und ist laut seinem Vater ziemlich gut mit Computern. Ob der gut mit Computern ist, weiß ich ja nicht. Nachdem er mit seinen Freunden, die alle um die 17 Jahre alt waren, Nvidia hacken konnte, wurden fast alle Mitglieder der Gruppe noch im gleichen Monat von der Londoner Polizei gefasst. London. Sein Vater sagte dazu, er dachte, er würde nur irgendwelche Computerspiele am PC spielen. Vielleicht irren sie sich auch gewaltig. Doch war seinem Vater nicht klar, dass sein Sohn aus Spaß irgendwelche Firmen um Millionen Euro erpresst. Doch der Gruppe ging es nie um das große Geld. Man wollte einfach unter seinen Freunden mit seinen Hacking-Erfolgen angeben und die Idee, irgendwelche Milliardenfirmen auf Telegram zu verarschen, hat ihre Augen funkeln lassen. Scheiße, ja, Bruder. Halt's Maul, du Lappen. Daraufhin bekam Arion Bewährung. Bewährung, in der er laut den Auflagen kein Internet benutzen durfte. Also hieß es ab sofort irgendwelche Serien im Fernseher gucken und Gartenarbeit. Wie willst du denn kontrollieren, ob ein Kind Internet benutzt, hä? Für den Vater erledigen. Und so vergingen die Monate. Doch Arion hatte sich zuvor ziemlich viele Feinde in der Hackerszene gemacht. Und so leakte eine andere Hackergruppe seine persönlichen Daten inklusive Name, Adresse und Anschrift der Familie, weshalb wir jetzt auch diese ganzen Fotos mit den... Ey, wie peinlich ist das denn? Wieso? Das ist ein 17-jähriger Autist. Warum machen die das mit dem? Fischen bewundern dürfen. Da man online mittlerweile sogar ein Kopfgeld auf den jungen Mann aussetzte, verfrachte die Londoner Polizei ihn aus Sicherheitsgründen in ein Hotel, welches er die nächsten Monate sein Zuhause nennen sollte. Und was macht Arion? Das ist aber traurig, Digga. Er kauft sich in der Stadt einen 30 Pounds Amazon Fire TV Stick, schloss ihn zusammen mit einer Maus und Tastatur an den Hotelfernseher an und hackte sich mit Hilfe eines auch autistischen Freundes in die internen Server von Rockstar Games. Oder der hat mit einem Amazon Fire Stick Rockstar Games gehackt. Nachdem er über das Mitarbeiterprogramm Slack, das ist sowas wie professionelles Discord, sich Zugang zu 90 Minuten Gameplay-Material und Quellcode der anderen GTA-Teile verschaffen konnte, postete er die Footage über einen Link ganz stolz im Grand Theft Auto Forum. Hi, here are 90 footage slash clips from GTA 6. It's possible, I could leak more data soon. Und wisst ihr, was dort passiert ist? Die Leute haben ihn verarscht. I bet that link has AIDS. Take 3 out of 10 for the effort. Try harder next time. Just download my damn videos. Hey bro, can you also leak GTA 7 for us?
Holy shit, you guys are fucking annoying. Frustriert wie Arion war, schrieb er im Forum noch, dass die Leute sich ficken gehen sollen und ging erstmal eine Runde schlafen. Und auf einmal fingen die Leute an, neugierig zu werden. Forenmitglieder schauten sich Stück für Stück die Videos an. 90 Minuten Gameplay-Footage und dann auch noch so detailliert. Als die User die Footage etwas genauer betrachteten, fingen die Zweifel langsam an zu schwinden. Stück für Stück begannen die Leute daran zu glauben. Und nach ein paar Seiten hitziger Diskussion im Forum waren die Mitglieder sich einig. Die Footage ist echt. Oh my god, I am coming, mods don't ban me, this is fucking history. Let's fucking go. I saw GTA 6 with my own eyes. This is crazy. My god, made an account just to say I was here. 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 It's real. War einer von euch hier? My dad works for Rockstar and he's crying because of these leaks. Dann wurde es auf YouTube hochgeladen, auf Twitter geteilt, der ganzen Stadt erzählt, als Hologramm in den Himmel projiziert, in den Mond gelasert und naja, den Part der Geschichte kennen wir ja schon. 2025! I might have a son by then! 2025 habe ich wahrscheinlich schon zwei Kinder, Alter. Arion ist nach einem entspannten 8 Stunden Schlaf dann aufgewacht und wunderte sich, dass er damit viral ging und ganze 3000 Telegram-DMs hatte. Unexpectedly viral, he says. Are you fucking retarded? Dieser Junge hat die Büchse der Pandora geöffnet und wunderte sich, dass er viral ging? Nachdem die Forumseite um ca. 25.000 Live-Viewer schwerer wurde und schon anfing zu laggen, this thread in a nutshell. Everyone is here. Schlug Arion auf der 105. Forumseite vor, dass Rockstar ihn doch auf Telegram kontaktieren solle, um dort gemeinsam einen Deal auszuhandeln. Mit einer Firma, die Leute schon verklagt, wenn man Mods für GTA 5 entwickelt. I want $3 million. 49713 Shell Drive, Atlanta, Georgia. You're allergic to shellfish, you got two brothers, one sister. Sorry. We have completely removed your identity off the face of the earth. Doch noch bevor daraus irgendetwas wurde, stürmte das FBI bereits in sein Hotelzimmer und packte ihn live beim Hacken in die bereits nächste große Technologiefirma. Im Gericht wurde er als psychologisch nicht tragbar für ein Urteil bewertet, was mich glauben lässt, dass er wirklich Saul Goodman als Anwalt hatte und sitzt seitdem in Haft. So this is what victory looks like, huh? Blessed are the peacemakers. Krass. Krass. Heftig, Digga, hab ich gar nicht so mitgekriegt. Die ganzen Leaks. Die waren aber auch relativ fix dann wieder aus dem Internet draußen, oder? Ich wusste davon auch nichts. Boah, ich lebe halt, also das Problem ist, ich habe erst seit 2-3 Monaten wieder so richtig Zeit für mich und für mein Leben. Deswegen schwierig, das alles so hinzubekommen. Leute, ich werde jetzt ausmachen. Ich habe euch alle massiv lieb. Ich wünsche euch einen wunderschönen, eine wunderschöne gute Nacht. TikTok, meine Lieben. Danke fürs Folgen. Ich küsse eure Herzen. Gute Nacht.